Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gold Rush, der Goldgräber Simulator. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Wir sind dabei, hier noch ein bisschen Gold zu schürfen. Warum ist das nicht grün? Warum ist das so grün und so ist das nicht grün? Wir müssen aber mal ganz kurz schauen. Wir sollten nämlich... Ah ja, okay. Das hier mal ausschalten. So. Das hier auch. Und die ist an. Die macht nur keine Geräusche. Hä? Okay. Ja, da haben wir ein Stückchen gebaut. Wieso sind die so gelb? Das macht mir irgendwie Sorgen. Irgendwie macht mir das Sorgen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Sei es drum. Wir machen auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Um 11 haben wir es. Das heißt, wir können hier ganz gepflegt einmal losdüsen und können noch ein bisschen schaufeln. Beziehungsweise wir müssen auch sogar noch ein bisschen schaufeln. Denn. Ich überlege gerade, was wir uns als nächstes kaufen. Beziehungsweise was das Ziel sein wird, was wir uns als nächstes kaufen. So, das sieht alles gut aus. Dann schalten wir die einmal an. Uiuiui, die haben aber schon Löchlein gegraben. So. Okay. Ich glaube, ich werde hier einfach mal ein bisschen weiter wegfahren. So, okay. Und einmal Shift. Und jetzt müssen wir erstmal hier wieder... Ach ja. So. Okay, super. Ich überlege, wir können ja auch hier den kurzen Weg nehmen. So. So, 55%. Das war gut. So, wir müssen aber wirklich mal gucken, wie wir hier weitermachen, beziehungsweise was wir uns kaufen. Das ist echt interessant. Wollen wir uns einen größeren Bagger holen? Oder... ich weiß es nicht. Es wäre ja einmal wäre ja der größere Bagger, der zur Debatte stehen würde. Ne? Das wäre das eine. So, und das andere wäre ja... Ich weiß gar nicht, was das andere wäre. Was könnten wir uns noch holen? Ich weiß gar nicht, was wir uns noch holen könnten. Jetzt geht es auf jeden Fall ziemlich schnell hier mit den Eimer, oder? Täuscht das nur. Also ich muss auch sagen, in der Ansicht ist das richtig gut. Also da funktioniert das wirklich gut. Also ihr seht ja selber, ich komme hier mit dem Bagger gut zurecht, oder? Würde sagen, ich bin jetzt nicht der Dümmste, was das Baggerfahren betrifft. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Real Life auch schon mal ein, zweimal den Bagger bedient habe. Guck mal, der Eimer hat schon 40%. Das ist ja mega nice. So, müssen wir mal gucken, nicht, dass wir den hier... So. Okay, super. 51% schon. Die Waschanlage könnte mal ein bisschen schneller laufen, oder? Läuft ganz schön langsam hier. Ich würde auch mal interessieren, wie weit man runter kann, bevor man auf Bedrock kommt. 91%. 60% im Eimer. Das reicht auf jeden Fall noch nicht. Das ist mal Fakt, aber ist ja nicht so schlimm. So, wir warten mal ganz kurz.
66% im Eimer. Mal hier schön unten rausholen hier das kiesige Material. Das ist genau das, was wir wollen, Baby. Prozent. Sehr gut. Und dann glaube ich auch irgendwann mal den Treibstofftank. Okay, super, der ging komplett daneben, oder wie habe ich das jetzt gesehen? Oh, das war der falsche Knopf, Moment. Okay. Prozent, ey, da sind wir gleich voll hier. Das ging ja schneller wie Brezelbacken. Oh. Könnte vielleicht reichen, oder? Dann haben wir die Schaufel voll. Nee, es hat noch nicht gereicht. Na komm, ein kleines bisschen noch. Das war zu viel. Aber macht nichts. Da ist wenigstens voll. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wir stehen mal genau an der Klippe, ey. Was ist denn hier los? So. Einen Eimer. Wir haben einen Eimer. So. Könnt natürlich jetzt dreist sein, können direkt noch einen Eimer machen. Wollen wir machen? Schaffen wir das? Das schaffen wir sogar. Okay. Und tschüp. Komm dann rein hier. Machen wir noch einen Eimer. Scheiß doch drauf. So, zack, da ist schon wieder 1% drin im Eimer. Im neuen. Ich glaube, wir müssen das auch so machen. Wenn wir hier Eimer für Eimer. Ich glaube, dann. Ich meine, das nimmt halt. Das nimmt halt wirklich Zeit in Anspruch. Muss man auch dazu sagen. Aber ich sag mal, ich muss mal so sagen, mit der Hand schürfen war beschissener. Bescheidener. Okay. So. Guck mal, da sind auch schon wieder 20% drin. Es geht so schnell hier. Es geht wie Spritzerbacken. Wo kommt eigentlich dieser Spruch her, oder? Das geht ja wie Spritzerbacken. Das ist ja auch so ein dermaßen dämlicher Spruch. So. Okay. Und. Zack die Bohne, das da rein. 33% schon im Eimer. Ach, ich muss auch sagen, ey. Ich finde das Spiel schon klasse irgendwie. Irgendwie ist es cool. Ich meine, die Frage ist, was macht man halt, wenn man oben die große Waschanlage hat, ne? Das ist halt so die Frage. Was für ein Content soll da mal noch kommen? Die haben sich ja ein paar Felder offen gelassen. Von daher kann man wohl gespannt sein. Oder? Was meint ihr? Mich würde mal interessieren, einfach so vielleicht, dass ihr mal in die Kommentare... dass ihr mal in die Kommentare schreibt. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr euch noch wünschen würdet für das Spiel. Was wäre so... Was wären so Sachen, die ihr euch für das Game wünschen würdet? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ist es halt so euren Erwartungen oder eher nicht so oder... Naja, ja, sicher. Schreibt mal in die Kommentare, das würde mal cool. Das würde mal abgehen. So.
Uns geht Gold verloren, um Gottes Willen, weil die Waschanlage voll ist. Müssen wir kurz mal durchlaufen lassen. Guck, hier drüben rieseln die Steine raus. Auf der einen Seite. So, okay. Haben wir wieder eine Schaufel voll. So, jetzt hier gerade ein Satz mit X, nämlich nix. Geht denn der, ging der jetzt nicht höher? Jetzt. Okay, 83%. Dann haben wir zwei Eimer. Da bin ich ja echt mal gespannt, was wir rauskriegen. Aktuell 4,071 Unzen. Ist natürlich jetzt nicht so viel, aber im Vergleich zu drüben der ganz einfachen Waschrenne ist das natürlich schon hardcore. Oh, das reicht auch. Das reicht auch. Sie gerade zu 100% kriegen, oder? Oh, das reicht nicht. Einfach mal den einfach mal den Stecker rausgezogen. So, okay. Ich würde sagen, wir fangen Gold waschen, oder? Das wird ein guter Cleanout. Hier mit zwei so ein Eimerchen. Habe ich jedenfalls im Gefühl. Holla. Was war das denn? So, und hier sollen wir die große Waschanlage entstellen. Oh. Das wird interessant. Kloppt mal. So. Als allererstes brauchen wir dich. Einmal da rein. Jetzt zwei Eimer drunter. Habe ich echt gedacht, der Eimer Gold ist weg. Achso, warte mal. Einen im Tausch brauchen wir ja trotzdem noch. Und zwar unseren Gold einmal weg und den hier hin. So, und jetzt können wir den reinschmeißen. Okay. Das rasselt auch dadurch. Sehr gut. So, Goldeimer. So, dann könnten wir das hier reinkippen. Zack. So, da ist der nämlich auch glücklich. Hier wieder ausschalten. Und dann schnappen wir uns mal den ersten Goldeimer. Und machen wir hier Wassermasch. Und Feuer frei. Und zack, die Bohne. 4,071. Okay. Stell es mal nacheinander hin. Stell es wirklich mal nacheinander rein. Ah, ist okay. Wir haben jetzt schon eine Unze. Der erste Fund war bis jetzt unser bester. Okay, wir geben noch einmal Material rein. Hey, das sieht gut aus. Jetzt haben wir schon zwei Unzen insgesamt. Ach, zwei. Zwei Unzen ist nicht der Reißer, würde ich gerade sagen. Zwei so eine Eimer, zwei Unzen ist jetzt nicht so geil. Wie gesagt, bis auf 10 Unzen würde ich auf jeden Fall mal sparen. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ein großes Goldnugget gibt. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Aber was ich ganz gerne mal machen würde, ist, ich würde ganz gerne mal in die City fahren, hier mit dem Anhänger dran. Das machen wir mal, komm. So. Oh, war sowieso falsch rum. Sehe ich gerade. Wir haben nämlich, ach du Scheiße, wir haben nur noch 471, der Kredit wurde abgezogen.
macht der denn? Kacke, Alter, so viel? Das ist ja irre. Ey, Hauptsache der Arm lehnt lässig draußen, ne? Das ist ja auch deut. So. Okay, schauen wir mal. Sehr gut. Das Teil ist dran. Und ab geht die Luzi. Ich glaube, 5% sind drin oder so. Ja. 5% sind drin, das reicht, um zu testen. 471. So, und wir fahren jetzt hier an die Fabrik. So, und in der Fabrik bin ich ja mal ganz gespannt, was da auf uns warten wird. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Wie viel Kohle wir hier kriegen. Okay. Es waren 500. 500, ey. Ich meine, gut, es ist ein kleiner Extraverdienst. Lass es den Sprit sein. Aber echt jetzt? 500? Oh, das ist ja gar nichts. Ihr verarscht mich doch alle. Gibt's ja gar nicht. 500? Na gut, aber sei es drum. Hier beenden wir die Folge auf jeden Fall erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, heute Abend übrigens Livestream. Das wollte ich noch eben gerade sagen. Heute Abend 19.30 Uhr oder 20 Uhr Livestream. Da werden wir mal schauen, was wir spielen. Wahrscheinlich auch Gold Rush. Hier Mining. Vielleicht ein bisschen Spin-Tiles. Wir schauen einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao.